Hallo und herzlich willkommen zum ersten Was geht ab Flash dieser Woche. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Als erstes haben wir zwei Meldungen über die Situation von Flüchtlingen, vor allem vor den Küsten von Indonesien, Malaysia und Thailand, aber auch hier in Deutschland. Wir haben ja letzte Woche auch schon darüber berichtet, mehrere tausend Menschen treiben zum Teil schon seit Monaten auf Schiffen vor der Küste von Indonesien. Es handelt sich dabei meistens um Angehörige einer muslimischen Minderheit, die in Myanmar verfolgt und gefoltert werden und dort keine Bürgerrechte haben. Indonesien und die anderen Länder weigern sich aber, die Flüchtlinge an Land kommen zu lassen und aufzunehmen. Am Wochenende erreichen uns jetzt Berichte über die katastrophalen Zustände an Bord. Auf einem Schiff wurden rund 100 Menschen im Kampf um Nahrungsmittel getötet. Sie wurden erstochen, erhängt oder über Bord geworfen. Das berichten zumindest Überlebende, die dann doch aus dem Meer gerettet werden konnten. Es soll bald einen Flüchtlingsgipfel geben, bei dem die betroffenen Länder über die dramatische Situation beraten werden, aber Myanmar hat jetzt schon angekündigt, dazu nicht zu kommen. Der Regierungschef von Malaysia sieht aber vor allem Myanmar hier in der Pflicht, weil der Grund für die vielen Flüchtlinge innere Probleme des Landes seien, in die man von außen nicht eingreifen könne. Flüchtlingsorganisationen gehen davon aus, dass rund 8000 Menschen auf Booten geflüchtet sind, 2500 davon wurden schon gerettet. Das heißt, die restlichen 5500 sind wohl noch auf dem Meer unterwegs, ohne eine Chance zu haben, an Land und in Sicherheit zu kommen. Auch hier in Deutschland ist die Lage für Flüchtlinge zum Teil besorgniserregend. In Hannover sollen zwei Flüchtlinge von der Polizei sogar schwer misshandelt worden sein. Bei einem Beamten wurden auch schon Wohnung und Spind durchsucht, aber es sind wahrscheinlich noch mehr Polizisten als nur der eine daran beteiligt bzw. wussten davon. Im März 2014 wurde nach Informationen des NDR ein 19-jähriger Afghane geschlagen und an Fußfesseln durch das Revier geschleift. Ein Polizist hat das über WhatsApp geschrieben und auch an Kollegen weitergeschickt. Daran heißt es, der Mann habe gequiekt wie ein Schwein. Im September wurde wohl ein junger Marokkaner misshandelt. Ein Polizist bzw. vielleicht auch zwei Polizisten haben ihn dazu gezwungen, in schmerzhaften Positionen auf dem Boden zu liegen. Außerdem musste er gammliges Schweinemett vom Boden essen. Davon gibt es auch ein Handyfoto, auf dem auch zu sehen ist, dass wirklich mehr als nur eine Person daran beteiligt ist. Ob die Anschuldigungen jetzt wirklich zutreffen, werden Ermittlungen zeigen. Man geht zwar zurzeit von einem Einzeltäter aus, aber es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass mehr zumindest davon gewusst haben. Am Wochenende gab es auch zwei etwas umstrittene Todesurteile. Eins davon betrifft den Bombenleger vom Boston-Marathon, Jocker Sarnaev. Der wurde ja schon vorher schuldig gesprochen. Am Freitag hat aber jetzt eine Jury das Strafmaß festgelegt, die Todesstrafe. Die ist im Bundesstaat Massachusetts, wo ja Boston liegt, zwar abgeschafft, aber Sarnaev wurde von der US-Regierung in Washington angeklagt und da kann man immer noch die Todesstrafe vollstrecken. Die Angehörigen der Opfer zeigen sich zum einen zufrieden mit dem Urteil, zum anderen lehnen aber auch viele die Todesstrafe generell ab. Man erwartet jetzt auch, dass die Verteidigung von Sarnaev gegen die Vollstreckung des Urteils vorgehen wird. Dieses System über die Bundesebene wird auch nur sehr selten angewendet. Seit 1976 wurden nur drei Häftlinge auf diesem Weg hingerichtet. Der frühere ägyptische Präsident Mohamed Morsi ist jetzt ebenfalls zum Tode verurteilt worden. Er gilt als schuldig, sich mit der Hamas und Hisbollah verbündet zu haben. Und das während der Aufstände im Jahre 2011 gegen den damaligen Präsidenten Mubarak. Zusammen mit ihm wurden auch mehr als 100 Mitglieder der Muslimbruderschaft zum Tode verurteilt. Zu denen gehört ja auch Morsi. Morsi ist der erste frei demokratisch gewählte Präsident von Ägypten und wurde 2013 vom jetzigen Staatschef al-Sisi in einen Militärputsch abgesetzt. International wird das Todesurteil kritisiert. Die USA kritisieren vor allem den Massenprozess, das sei nicht mit rechtsstaatlichen Grundlagen vereinbar. Und Amnesty International warnt davor, dass die Todesstrafe jetzt endgültig zum politischen Mittel geworden ist, um die Opposition auszulöschen. Die Muslimbrüder werden seit dem Putsch in Ägypten ziemlich verfolgt. Die Terrororganisation Islamischer Staat konnte am Wochenende aus der Oasenstadt Palmyra in Syrien zurückgedrängt werden. Die Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und war auch vor dem Bürgerkrieg Ziel von Touristen wegen der antiken Ruinen. In der Stadt liegt aber auch eines der berüchtigsten Foltergefängnisse des Assad-Regimes. Die Islamisten konnten bis fast zum Zentrum der Stadt vordringen, bevor sie sich wegen der syrischen Truppen von Assad wieder zurückziehen mussten. Dabei gab es wohl mehrere Dutzend Tote auf beiden Seiten. Im Irak konnte der IS allerdings die Stadt Ramadi vollständig einnehmen. Am Wochenende überrannten sie die letzten Stellungen der Regierungstruppen. Ramadi ist die Hauptstadt der Provinz Anbar im Westen vom Irak
und liegt rund 100 Kilometer von Bagdad entfernt. Der Verlust der Stadt ist schon ein ziemlicher Rückschlag für die irakische Armee und Regierung, die schon seit Monaten gegen die Terrororganisation kämpfen. Mehr zu islamistischem Terror und auch zum islamischen Staat findet ihr hier in unserer Was geht ab Story. Und hier gibt es nochmal mehr zur Verfolgung der Muslimbrüder in Ägypten. Ja, jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, ist die Todesstrafe generell gerechtfertigt? Wird die hier wirklich eingesetzt, um die Schuldigen zu bestrafen, oder ist es hier eher eine Machtdemonstration und das Urteil hat eher symbolischen Wert? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt da auf eure Meinung. Das war der Was geht ab Flash für heute, bis zum nächsten Mal.